Hallo Leute, herzlich willkommen wieder beim Mopedsport. Ich konnte ein paar Shell-Ratgeber aus den 80er Jahren organisieren, die sich mit dem Thema Zweirad beschäftigen. Dieser hier, Nummer 14, motorisierte Jugend, beschäftigt sich mit dem Thema Mofa-Fahren. Die gab es damals kostenlos an den Shell-Tankstellen, ähnlich wie die Zweirad aktuell von Aral. Da habe ich ja schon mal ein bisschen was vorgestellt. Diese hier sind kleiner vom Format, wie so ein Taschenkalender, sage ich mal. Und da geht es darum, dass Eltern beraten werden, wenn Sohn oder Tochter ein Mofa haben möchten. Ja, was die Teile kosten, damals zwischen 700 und 2000 D-Mark, je nach Fabrikat und Ausstattung. Verbote helfen nicht. Ja, sonst fährt er bald heimlich. Ja, das wird hier halt erklärt. War ja auch oft der Fall, wenn man selbst so ein Ding nicht hatte, dann fuhr man auf dem Moped vom Kumpel. Das war halt so. Ne? Und Jugendliche, die suchen sich eine neue Bezugsgruppe unter Gleichaltrigen, oft dann unter motorisierten Gleichaltrigen. Dann werden hier Unfallursachen erwähnt. Die größte Unfallursache prozentual gesehen ist die nicht angepasste Geschwindigkeit. All das wird den Eltern hier erklärt und auch die einzelnen Führerscheinklassen mit der damaligen Gültigkeit. Ja. Seit April 1980 gibt es neue Führerscheinbestimmungen. Welche sind das? Wird hier erklärt von der Mofa bis zum Kraftrad. Dann werden die einzelnen Fahrzeuggattungen erklärt. Mofa, Moped, Mokick und Leichtkraftrad. Hier anhand eines DKW-Mofas, ein DKW-Moped, was meines Erachtens auch eine Mofa sein müsste, eine DKW 531. Dann Suzuki Enduro-Mokick und ein Garelli-Kleinkraftrad. Das wird alles hier erklärt. Ja, und dann, dass eigentlich eine praktische Prüfung sein sollte, um eine Fahrerlaubnis zum Mofa-Fahren zu erhalten. Welche Ausrüstung man braucht, Helm und so, helle Kleidung, das wird den Eltern hier alles nahegelegt. Und auch, dass sie anhand einer Probefahrt überprüfen sollen, ob das Mofa frisiert ist. Na, wie kann ich überprüfen, ob mein Sohn sein Mofa unzulässig frisiert hat? Tochter wird ja gar nicht erwähnt. Na. Und dann sieht man hier noch so einen Mofa-Fahrer, wie er schmachtend vorm Schaufenster steht. Und ja, ist auch korrekt, dass Mofa oder Mopedfahren aufs Motorradfahren vorbereitet. Das ist der Autor, der heißt Rainer Georg Strutz, Diplom-Betriebswirt bei der Deutschen Shell AG. Gab es auch noch zu anderen Themen. Und dann haben wir noch einen hier, Ratgeber Nummer 21, Motorradfahren. Ist also ein bisschen jünger. Ja. Wie gefährlich ist das Motorradfahren wirklich? Unfallrate 1980, also ungefähr dreimal so hoch wie Pkw-Fahren. Das wird alles so ein bisschen beschrieben. Fahren auf der Ideallinie ist gefährlich, weil der Oberkörper in die Fahrbahn ragt, in die Gegenfahrbahn und so weiter. Allgemein zum Thema Zweiradfahren. Ja. Was kann ich als Motorradfahrer tun, um sicherer zu sein? Hier gibt es ADAC, Sicherheitszentren oder Fahrzentren. Ja, Stand 1980, die Karte der Bundesrepublik Deutschland vor Maueröffnung, so sah die damals aus. Und dann gibt es noch Tipps, worauf ich beim Kauf von Helm und Kleidung achten sollte. Ja, manche Helme, wenn die zu groß sind oder keinen richtigen Verschluss haben, nicht geprüft sind, die fliegen halt vom Kopf, das wird hier erklärt. Und dass Kunstlederkombis oder Kunststoffkombis gefährlich sind, weil sie mit der Haut verschmelzen. Hier sieht man so einen Sturz und wie man richtig sich als Sozius verhält, wird hier nochmal erklärt. Und welches Zubehör sinnvoll ist. Hier ein Topcase auf einer Harley und so weiter. Und wie man natürlich einen Helm abnimmt im Erste-Hilfe-Fall. Dann wird noch das eigene Öl beworben und auch wieder der Autor genannt. Das ist Siegfried Schauzu. Ja, der führt eine Shell-Station. Und hier sind nochmal andere Themen aufgeführt, von Autopanne bis hin zu Nummer 24 Diesel. Gab es diese Heftchen Shell-Ratgeber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.